Hallo und herzlich willkommen zurück zu RCT World und ihr seht, die Karte sieht ein bisschen anders aus, denn ich habe das Level tatsächlich nochmal neu gespielt mit oder neu gestartet mit etwas mehr Erfolg. Ihr seht schon, wie das jetzt hier aussieht, das haben wir alles geschafft hier soweit. Und ja, die Frage ist, was habe ich anders gemacht? Ganz einfach, ich habe direkt mit einer Achterbahn angefangen hier. Habe einen Kredit aufgenommen für so ein paar kleinere Attraktionen, habe dann am Anfang wieder diese Influencer gedingst. Und ja, dadurch war dann der Erfolg drin und es kam auch ein Kommentar von Holzschwertheld, der sagt, oh nein, es geht noch länger weiter, Hardcore finde ich das. Na, ob sich diese Investition lohnt, ja wie gesagt, 1 Euro irgendwas hat das Add-on-Pack gekostet und ja, ich habe bei RCT 1... habe ich ja auch alles gespielt, alle Add-ons, alle zwei und naja, dann mache ich das halt hier auch einfach mal aus Spaß an der Freude. Ja, wir haben einen Influencer, der muss eine Achterbahn in einer Höhe von 60 Metern fahren. Das werde ich wahrscheinlich nicht schaffen. Ja, 1400 Meter auf der hohen Kante, haben wir irgendwie einen Kredit offen? Eigentlich. Oh, jetzt kann ich mir den großen Kredit aufnehmen. Eieiei. Soll ich das machen? Was fehlt denn eigentlich noch? Nochmal zwei Achterbahnen. 4 Hutstände, die habe ich gebaut, aber die hat er komischerweise nicht genommen hier. Also die werde ich jetzt nochmal wegreißen, alle. Und dann kommt hier ein bisschen Geld rein. Weiß nicht, ob das wieder irgendein Ingame-Bug ist, dass er das nie genommen hat. Aber irgendwas... war nicht in Ordnung. Jetzt kann ich erstmal was bauen, weil ich muss nämlich darauf achten, dass der Parkwert hier unten für die Sache nicht unter 6000 geht. Das heißt, wir müssen nochmal irgendwas bauen. Ist noch mal Platz für eine Achterbahn? Also wir bauen auf jeden Fall noch eine zweite irgendwo. Quatsch, eine dritte und eine vierte mit einer Intensität von 7,5. Ich könnte natürlich wieder andere bauen, wo ich weiß, jo, das passt da. Das finde ich irgendwie sinnlos. Ich habe jetzt, kann ich irgendwas machen für 7,9? Na gut, so ein Billo-Coaster, ob es das bringt... ausprobieren. Und wenn nicht, dann haben wir halt noch eine Achterbahn, die so noch ein paar Leute anzieht. So muss man das ganz einfach sehen. Passt die jetzt irgendwo hier rein, ohne dass die irgendwie sonst wie hoch... ja, dort hinten ist natürlich blöd wegen Weg. Das wollte ich jetzt nicht unbedingt machen. Was ist denn mit der? Wenn ihr diese ganzen scheiß Bäume mal automatisch wegnimmt hier. Oh. Zahlst du hier einen Haufen Geld und jetzt hast du kein Geld mehr für die Achterbahn. Das ist auch irgendwie dumm gemacht hier. Ja, nicht genug Geldmittel. Super. Spitze. Müssen wir erstmal wieder hier... Spiel starten und wieder ein bisschen Geld reinkriegen. Guck mal, da würde die reinpassen. Ja, mein Eingang bitte. Achso, das ist dann. Stellen wir sie da hin. Testfahrt, dann könnte man nämlich auch eine Werbekampagne für Achterbahnen machen. Irgendwann, das zieht bestimmt auch mal Leute an. Dann mal erstmal den Weg bauen vielleicht. Ja, ihr seht auch, ich hab mir hier beim Wegbau jetzt auch nicht unbedingt riesig Mühe gegeben. Weil ich wollte das Level eigentlich nur noch schaffen.
Ich denke mal, das ist ein bisschen nachvollziehbar. Hier geht mir wieder irgendwas nicht. Und da unten ist ja so ein toller Clipping-Fehler. Und der Weg passt da nicht dran. Gut, ich kann mir nie vorstellen, dass die Bahn eine Begeisterung von 7, und schafft, aber so, was ist jetzt sein Problem hier? Ja, aber macht er das nicht gleich so? Naja. Einfach nicht drüber aufregen. Ich habe gar kein Geld mehr. Oh. Das ist natürlich ungünstig. Jetzt sieht das ja noch hässlicher dort aus. Nee, egal. Oh, erstmal schnell eine Testfahrt machen. Das wird der Parkwert hoffentlich noch aushalten. So, reicht das? Oh, das hat sogar gereicht. Sehr gut. Jetzt können wir sie mal eröffnen. Hier hinten ein paar Sitzgelegenheiten hinstellen. Na gut, vielleicht sollte man erstmal speichern, wenn man sowas schon gebaut hat. Wir wissen ja, wie robust das Spiel läuft. Bin ich lieber mal ein bisschen vorsichtiger. Hier auf so einer Brücke kann man aber sehr gut pausieren. Ein paar Mülleimer noch dahin und dann passt das. So, reicht das für eine Achterbahn-Werbekampagne? Machen wir eine über einen Monat einfach. Ich meine, bei 4 Achterbahnen kann man sich das mal gönnen, würde ich sagen. Ja, Parkwertung ist ein bisschen durchwachsen hier. War auch schon mal besser. Ich habe Hunger. Oh, da denken so viele Leute, dass sie Hunger haben und eine Toilette brauchen. Na gut, wir haben hier eine Toilette. Da ist eine. Na gut, man könnte hier nochmal eine hinstellen. Da haben sie eigentlich recht. Sie eigentlich recht und dann, ja, hinten dann bei der Achterbahn, eh, ne? Achso, es hat erstmal nicht genug Geld. Oha. Da müssen jetzt die Leute mit der Werbekampagne hier rankommen. Was habe ich denn an 3 Hausmeister und drei Mechaniker? Parkwerk ist aber immer noch nicht gestiegen. Kann sein, dass das erst am Ende des Monats immer berechnet. Oh, kann es sein, dass denen das hier zu teuer ist? Nö, wir haben 12.000 Einkommen. Gewinn pro Stunde 12. Boah, das ist ja echt brutal. Hinten noch eine Toilette, so, dann ist erstmal eine gewisse Toilettendichte da. Wobei ich mir vorstellen könnte, hier nochmal einen hinzustellen. Besser eine Toilette zu viel als zu wenig.
paar Sitzgelegenheiten noch hin. Neben die Toilette, da kann man dann warten, wenn es irgendwie, wenn ein Familienmitglied dort gerade muss, ne, kann man sich dann dort hinsetzen, wenn es ein bisschen eine längere Sitzung wird. Soll ja vorkommen manchmal. Na, schon ist die Parkwertung, glaube ich, ein bisschen nach oben, als sie gerade abgesunken. Tja, warum steigt der Parkwert nicht an? Na gut, gucken wir mal, dass wir eine Attraktion hier hinkriegen. Blöde Piraten, das ist ja so ein Riesending. Für Orbedürbel reicht das Geld nicht. Zero G-Schwinger hätten wir noch. Parkwerk hier oben für den 60.000, der sinkt wirklich bedrohlich ab. Das gefällt mir nicht. Scheunenspaß, habe ich den schon gebaut? Sieht nicht danach aus. Bauen wir den in der Hoffnung, dass das vielleicht. Na, machen wir bei, bleiben wir bei 2. Das, oh, jetzt ist es auf 63.000 gesprungen. Okay, sehr gut. Warum hat er dann die Achterbahn nie genommen? Oder nicht erkannt? Na gut, egal. Öffnen, dann haben wir nochmal 2000. Was sagen denn die Heatmaps? Ja, guck mal, die machen eigentlich alle ordentlich Geld. Na gut, manches ist halt hier noch, naja.